Willkommen bei AI Tipps und Tricks. Ihr wollt die SIM-PIN ändern auf eurem Samsung Galaxy Tab S7 FE. Wie das genau funktioniert, zeigen wir euch in diesem Video. Viel Spaß! So, dann schauen wir uns doch mal gemeinsam an, wie wir die SIM-PIN ändern können auf dem Samsung Galaxy Tab S7 FE. Zunächst einmal herzliches Dank an MySwoop, die uns das Gerät zur Verfügung gestellt haben, denn nur so können wir euch dieses Tutorial hier zeigen. Um die SIM-PIN zu ändern, müssen wir einmal in die Einstellung gehen. Ich wische also jetzt einmal nach oben und gehe jetzt hier auf den Punkt Einstellungen, gehe dann drauf und habe dann hier auf der linken Seite verschiedene Optionen. Ich gehe jetzt hier auf diesen Punkt biometrische Daten und Sicherheit. Ja, klingt ein bisschen komisch, aber Samsung meint, dass man doch dann hier ganz schnell das Ganze findet. Und dann auf der rechten Seite geht es weiter runter, bis ihr auf den Punkt andere Sicherheitseinstellungen kommt. Also geht es weiter, eine Ebene tiefer quasi. Und hier oben haben wir dann schon direkt den Punkt SIM-Sperre einrichten. Und dann haben wir hier zwei Optionen, Sperren der SIM-Karte und PIN der SIM-Karte ändern. Sperren der SIM-Karte ist momentan eingeschaltet, das bedeutet, es verlangt eine PIN in dem Moment, wo ihr die SIM-Karte einlegt. Das solltet ihr natürlich eingeschaltet lassen, weil sonst klaut euch einfach irgendjemand die SIM-Karte und muss keine PIN eingeben und kann dann seinen Schabernack damit treiben. Also auf jeden Fall eingeschaltet lassen. Und hier können wir nun die PIN der SIM-Karte ändern. Geben Sie die aktuelle PIN Ihrer SIM-Karte ein, 3 Versuche übrig. Das ist jetzt bei mir 4x die 0. Ich gehe auf OK und jetzt kann ich eine neue SIM-PIN eingeben. Ich mache jetzt 4x die 1, gehe auf OK, muss das Ganze nochmal wiederholen mit 4x der 1, sag OK und die SIM-PIN wurde erfolgreich geändert. Und damit ich das Ganze nicht vergesse, werde ich auf jeden Fall das Ganze wieder einmal zurückstellen auf 4x die 0, damit ich eben in Zukunft, wenn ich das eingebe, nicht auf einmal die falsche SIM-PIN eingebe. Ja, das war's zum Thema PIN der SIM-Karte ändern auf dem Samsung Galaxy Tab S7 FE. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Wenn ja, dann gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Das heutige Video wird unterstützt von MySwoop. Bei MySwoop könnt ihr geprüfte und gebrauchte Elektronikprodukte mit bis zu 70% Rabatt und einer Garantie erwerben. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, eure nicht mehr benötigte Elektronik schnell und unkompliziert zu verkaufen und vor allem euren alten Produkten ein zweites Leben zu schenken.